Nächstes wichtiges außenpolitisches Thema, was uns ja in den letzten Tagen und Wochen befasst hat, ist die Situation Russland-Georgien. Wir erwarten, dass auch die Bundesregierung dazu beiträgt, dass es beim Gipfel im Rahmen der Europäischen Union eine klare, geschlossene Haltung der Europäischen Union gibt. Es darf nicht sein, dass sich Europa an dieser Frage wieder spaltet oder dass es zu Friktionen kommt, sondern Europa kann und muss mit einer gemeinsamen Haltung einer gefährlichen Eskalation, einer rhetorischen, aber nicht nur rhetorischen Aufrüstung, sondern ja auch einer konkreten Aufrüstung, wie wir es erleben mit dem Raketenabwehrschild, sich konstruktiv entgegenstellen einer solchen, ja, fast drohenden Rückkehr zum Kalten Krieg. Das beinhaltet, dass es eine deutliche Kritik an der russischen Politik geben muss und Anforderungen an die russische Seite, die territoriale Integrität Georgiens zu respektieren, eine Kritik geben muss an einem unakzeptablen, unangemessenen militärischen Vorgehen, an der mangelnden Umsetzung des Rückzugsplans, der mit der Europäischen Union vereinbart worden ist, an der Anerkennung ohne eine UN-Resolution von Abchasien und Südossetien. Und Europa sollte anbieten, dass es zu einer Überwachungsmission beiträgt, um die Waffenruhe zu kontrollieren. Diese Kritik, deutliche Kritik am russischen Vorgehen bedeutet nicht eine unkritische Solidarität mit dem georgischen Präsidenten Saakaschwili, weil er auch mit zu dieser Krise beigetragen hat. Gleichwohl braucht Georgien verstärkte Unterstützung, Hilfe, eine verstärkte Heranführung an die Europäische Union, weil wir nicht glauben, dass ein sofortiger NATO-Beitritt tatsächlich zur Lösung beitragen würde, vielleicht sogar im Gegenteil die Krise verschärfen würde. Wir halten nichts bei aller notwendigen Kritik, bei aller deutlichen Kritik am russischen Vorgehen, an Sanktionen oder an einem Containment-Politik gegenüber Russland. Das wäre ganz sicher der falsche Weg, weil er neue Gräben und neue Blockkonfrontationen mit hervorrufen würde. Und da erwarte ich und wir von Frau Merkel auch nicht in sich durchlavieren, sondern deutliche und klare Positionierung.